live von der Internationalen Funkausstellung Berlin. Die 1 von 12 bis 2 mit Lea Roos und Winfried Köpfer. Danke. Guten Tag, meine Damen und Herren hier in der Halle. Guten Tag, meine Damen und Herren an den Fernsehschirmen. Zwei volle Stunden Unterhaltung und Information liegen vor uns und vor Ihnen. Zum Thema Information, wir nehmen uns heute die Regionalsendungen vor. Wenn Sie sich mal darüber geärgert haben, was Sie da gehört haben, bleiben Sie dran. Über die Tücken und Schwierigkeiten bei und in Regionalsendungen sprechen wir an zwei Beispielen der Aktuellen Stunde vom WDR und der Abendschau aus Berlin. Dann kommt Paul Breitner in das Sportstudio in der Halle 20 zum ARD Sporttreff. Wir machen unsere Konferenzschaltung mit Lothar Hinze, unserem Kollegen vom Sport. Und in den technischen Neuigkeiten, ja, Neuigkeiten, werden wir Ihnen heute etwas erzählen über High-End Hi-Fi. Was das genau ist, das erzählen wir Ihnen dann. Und wir nehmen uns die Lindenstraße vor und wir freuen uns auf die Gäste, auf die beiden Schauspieler Annemarie Wendel und Raimund Gensel. Ja, und dann gibt es die Nachrichten, die Tagesschau, 13.15 Uhr machen wir weiter. Was es dann gibt, erzählen wir Ihnen ebenfalls später. Außerdem in unserer Sendung ein Quiz für Sie zu Hause zum Mitmachen, nachher im zweiten Teil. Also bleiben Sie dabei, legen Sie sich Papier und Bleistift zurecht, um sich eine Telefonnummer zu notieren. Und unser Quiz hier im Saal, und dazu haben wir vorhin in der Probe drei Kandidaten ausgesucht, die ich jetzt mal bitte, auf die Bühne zu kommen. Bitte kommen Sie. Sie sind Herr Ute. Ja. Herr Ute, wo kommen Sie denn her? Aus Elster bei Wittenberg. Das liegt an der Elbe. An der Elbe in der DDR. Ja. Wie lange sind Sie hier in West-Berlin? Etwa eine Woche. Und schauen Sie sich jeden Tag hier auf der Funkausstellung um? Ich bin erst gestern gekommen, aber werde schon noch nächsten Tage hier sein. Noch ein bisschen rumlaufen, noch ein bisschen umschauen. Frau Südmersen, der Name deutet auf irgendetwas Nordisches. Wo kommen Sie denn her? Aus Münster in Westfalen. Münster, Westfalen. Wie lange sind Sie in Berlin? Eine gute Woche. Und sagen Sie, zu Hause, sind Sie verkabelt? Ja, wir sind verkabelt. Wie viele Fernsehprogramme können Sie denn empfangen? Ich schätze 12 bis 13. Und wie viele davon gucken Sie immer? Mehr oder weniger die, na, 3 oder 4, die man immer guckt. Und in die anderen guckt man schon mal rein, wenn irgendein Programm ist, was einem gut gefällt. Wie informieren Sie sich denn über? Das ist eine ganze Menge. Hauptsächlich durch die Tageszeitung, also die Rundfunkzeitung. Rundfunkzeitung, da stehen die alle drin? Ja, die stehen alle drin. Also viel zu lesen jeden Tag, nicht? Ja, 12 ja. Programme durchzugucken. Und wenn man wirklich mal was sehen möchte, muss man sich das auch anstreichen, damit man es nicht verpasst. Mhm. Und so die wichtigsten Sendungen, Tagesschau und so weiter, wo gucken Sie das? Nach wie vor in der ARD und im ZDF. Ah, die Großen sind doch immer noch die beliebtesten? Noch. Wir wollen hoffen, dass es so bleibt. Herr Zahn, wo kommen Sie her? Ich komme aus Berlin-Neukölln. Und da brauche ich nicht zu fragen, wie lange Sie in Berlin sind. Wie lange sind Sie aber auf der Funkausstellung? Wie oft kommen Sie hierher? Ach, ich bin ja schon das 4. Mal hier. Und was interessiert Sie hier? Ja, die ganze Technik im Allgemeinen. Es ist auch sehr interessant, die Studios zu besuchen, mal mitzukriegen, wie überhaupt eine Sendung entsteht. Das ist schon eine interessante Sache. Ja, nachher bei unserem Quiz können Sie gewinnen. Eintrittskarten zu beliebten ARD-Sendungen verbunden mit einer Reise für zwei Personen. Das gilt sowohl für Sie zu Hause als auch für Sie hier. Dann gibt es noch Trostpreise. Ich wünsche Ihnen insgesamt viel Spaß. Ich übernehme mal. Ich übernehme mal das erste Stichwort von unserem Gast, von unserem Quizkandidaten ins Studio. Mal sehen und mal gucken und mal hören, wie eine Sendung entsteht. Ich begrüße dazu unsere ersten beiden Gäste, Rolf Brinkmann und Gerd Ellinghaus. Sie müssen nicht stehen, Herr Ellinghaus. Die Sitze sind hoffentlich bequem genug. Herr Ellinghaus, zur Berliner Abendschau. Die Sendezeit sollten wir unseren Zuschauern erklären, und darüber ein bisschen was sagen, die das nicht kennen. Sie senden von bis? 1922 bis etwa knapp 1950. Das heißt etwa? Hängt so ein bisschen von der Länge des letzten Werbeblocks ab. Ja. So zwischen 19,
46 und 49 etwa. Sie sind Chef von wie vielen Redakteuren und redaktionellen Mitarbeitern? Also ich würde sagen, insgesamt sind wir so mit Sekretariat und allem drum und dran in der Redaktion 30 Leute. Und Technik, was gehört so alles dazu? Das untersteht Ihnen aber nicht. Nein. Sie sagen, die 30 Leute. Richtig. Gut, jetzt haben die Kollegen aus Münster vom WDR einen Film über die Abendschau gedreht und ein bisschen die Abendschau erklärt. Den wollen wir mal zeigen. Mats, bitte ab. Alltag in Berlin, das Leben einer Millionenstadt. Hier reiht sich Ereignis an Ereignis, Stoff genug auch für das Fernsehen. Es ist 19.21 Uhr, Berlin hat Feierabend, aber nicht alle Berliner. Hier beim SFB, bei der Abendschau, wird noch gearbeitet, gleich um 19.22 Uhr ist Sendung. Die SFB Abendschau, das Berliner Stadtmagazin, für ca. 2 Millionen Berliner jeweils 26 Minuten tagesaktuelle Beiträge. Das Interesse an der Sendung ist groß, auch in Ost-Berlin und der DDR. Einschaltquote in West-Berlin um die 40%. Davon können vergleichbare andere Sendungen nur träumen. Was hier aus dem Studio D über den Bildschirm geht, wird überall in der Stadt kritisch beobachtet. Die Presseberichte spiegeln das deutlich wider. Unumgänglich auch für die Abendschau die Funkausstellung. Ein Team ist zu Besuch beim Stand der Verbraucherzentrale. Thema: ein Test von Kabelservicefirmen. Wo liegt der Reiz, in Berlin Fernsehen zu machen? Berlin hier an der Nahtstelle zwischen Ost und West, da passiert natürlich politisch auch eine ganze Menge. Und das sind Dinge, die nicht nur für die Berliner und regional hier in der Stadt interessant sind, sondern auch überregional im Bundesgebiet. Und aus einer solchen Stadt zu berichten, das macht schon unheimlich viel Spaß. Den Redakteuren ist aber auch die besondere Situation der Stadt bewusst, die wesentlich das Verhältnis Abendschau-Zuschauer mitbestimmt. Wir haben ja hier in Berlin ein ziemlich begrenztes Einzugsgebiet. Wir müssen fast 2 Millionen Zuschauer bedienen und die Berliner identifizieren sich eigentlich mit unserer Sendung, mit der Berliner Abendschau, und daraus erklärt sich, glaube ich, auch die sehr hohe Einschaltquote, die wir haben. Achso, jetzt komme ich. Ach, ja? Jetzt habe ich geschlafen. Jetzt lass mich noch vielleicht die zweite Hälfte da an der Moderation machen. Ich habe ein bisschen gepennt. Nun, so etwas ist bei der Abendschau die Ausnahme. Ansonsten kommt dieses Stadtmagazin recht aufgeweckt daher, und zwar bis zum Schluss. Ja, tschüss, sagt er hier noch nicht. Herr Ellinghaus, haben Sie zusätzliche Anmerkungen, Ergänzungen zu dem Film? Nehme ich mal an, wenn Sie so porträtiert werden, die Abendschau, dass Sie doch vielleicht das eine oder andere vermisst haben. Ja, ich würde doch gerne noch erwähnen, dass wir für die Zuschauer in Ost-Berlin und der DDR doch auch ziemlich wichtig sind. So durch informelle Umfragen haben wir herausgefunden, dass unsere Einschaltquote etwa doppelt so hoch ist wie hier im Westen der Stadt. Also das, was jeder Ost-Berliner sie guckt, und das ist uns ganz bewusst, und das ist vielleicht vergessen worden, in dem Film zu erwähnen. Wie hoch ist die Einschaltquote in Berlin? Also das schwankt so. Wir haben eine durchschnittliche Winter- und eine durchschnittliche Sommereinschaltquote im Winter. Im letzten Winter bis etwa April waren es durchschnittlich 45%. Im Augenblick sind es ungefähr durchschnittlich 38%. Ja. Das täuscht natürlich ein bisschen, denn der SFB, die Abendschau, das ist eine Stadtsendung, ein Stadtsender. Ne? Und das ist sicher nicht zu vergleichen, aber darüber werden wir nachher noch hören, wenn wir über WDR reden, nicht zu vergleichen mit einem anderen Sender, mit einer anderen Regionalschau. Sehen Sie das auch so? Doch, mit Radio Bremen ist es zu vergleichen zum Beispiel. Ah, ja. Und Guten und Binnen heißt Guten das und Binnen, Regionalsender. Ja. Das ist gemacht. Auch fast, ja, gute Sendung, habe ich früher mal gearbeitet, ja. Ach so, gut, muss ja gut sein. Vielen Dank, ja. Aber sie ist immer noch gut, ja. Obwohl und sie weg sind. Mit denen, ja, viel besser geworden natürlich. und mit denen können wir uns ein bisschen vergleichen, das ist auch fast Lokalfernsehen. Aber natürlich ist die Bindung des Publikums hier in Berlin doch immer noch ein bisschen stärker an diese Sendung, die ja auch schon einige Jahrzehnte existiert. In Bremen gibt es das eigene Regionalprogramm erst seit 7 Jahren. Die Abendschau war immer eine sehr umstrittene Sendung. Das ist ganz klar. Das liegt auch an der Nähe zu den Politikern, also an der Nähe zu den Kritikern. Wie halten Sie sich eigentlich aus dieser Nähe raus? Wir haben das neulich mit Ernst-Dieter Luck besprochen. Wir haben gestern mit Günter von Lejewski gesprochen. Die Gefahr besteht, wenn man so dicht auseinander ist, und da ist Berlin und Bonn irgendwo denn doch vergleichbar, dass man sich zu dicht auf den Pelz rückt. Das heißt auch, dass Sie, ob Sie wollen oder nicht,
Zugeständnisse machen, die Sie normalerweise bei größerer Distanz nicht machen würden. Das ist ein Problem, da haben Sie vollkommen recht. Wie begegnen Sie dem? Also ich habe mich da rangetastet und habe jetzt, glaube ich, ein Arrangement gefunden. Am Erzählen Anfang, Sie. Als ich Berlin noch nicht kannte, bin ich zu allen Einladungen hingerannt. Zu jeder Cocktailparty und jedem Empfang. Und wie, so. Privateinladung? Nein, das kriegt man dann als, ja, als Leiter der Abendschau, kriegt man ja alle möglichen Einladungen, die Leute wollen einen kennenlernen und so weiter. Ne? Ja. Das ist schon zu dicht, finde ich. Ja, und da wird man immer so am Knopf festgehalten, was ich Ihnen immer schon mal sagen wollte und so weiter und so fort. Und ich habe das abgebaut. Ich habe die Termine einfach abgebaut und gehe zu viel, viel weniger Einladungen hin. Und Sie haben völlig recht, also die Kommunikation ist einfach sehr viel intensiver, wenn man es mal wertfrei sagt. Ein Telefongespräch ist hier nur ein Ortsgespräch, ist billig, telefonieren ist billig, es wird dauernd telefoniert, ungeheuer viel telefoniert. Wie viele Anrufe kriegen Sie aus den Parteizentralen, den Berliner Parteizentralen, mit Offerten oder unanständigen oder anständigen Angeboten, Anliegen und so weiter? Wie ist der Versuch, wie stark der Pression? Also, man ist sehr an dieser Sendung interessiert. Das betrifft nicht nur das Publikum, sondern eben auch alle Leute, die ein Interesse zu vertreten haben. Ob es ein politisches Interesse oder ob es ein anderes Interesse ist. Zum Beispiel auch, es gibt sportpolitische Interessen oder sowas. Wirtschaftliche Interessen. Und die sind natürlich alle daran interessiert, auf diese Sendung Einfluss zu nehmen, auch in sie reinzukommen, was völlig natürlich ist. Und ich muss sagen, man muss lernen, damit umzugehen, weil nirgendwo die Kommunikation, wie ich eben schon sagte, sie nennt Einflussversuche, ich würde es nicht so nennen, ich würde sagen, ein berechtigtes Interesse in die Sendung reinzukommen. Geben Sie doch mal ein Beispiel, dann lassen Sie mich einmal konkret nachfragen. Passiert es, dass die Firma Y sagt, wir haben hier ein neues Produkt und das ist doch ganz wichtig für Berlin und wollen Sie denn nicht mal oder können Sie nicht mal? Sicher passiert auch. Das, klar, passiert auch. Und dann sagen wir, nee, wir sind keine Werbesendung und so weiter. Also man muss erst lernen, weil das so intensiv ist in Berlin, nirgendwo anders ist das, ist die Kommunikation so dicht, damit umzugehen und ein ganz kleines bisschen auf Distanz zu gehen. Aber das hat dann funktioniert nach einer bestimmten Anlaufphase. Und jetzt haben wir, glaube ich, versuchen die Leute gar nicht mehr so sehr, so intensiv wie am Anfang etwa meiner Amtszeit da reinzudrücken. Nicht also wir so haben nicht mehr so große Probleme. Nicht mehr so intensiv heißt aber immer noch, ist auch ganz klar. Natürlich, klar. Rolf Bringmann sitzt neben mir. Sie sind verantwortlich für das Regionalprogramm des Westdeutschen Rundfunks. Da gibt es schon gleich eine Komplikation beim Erklären, aber das machen Sie mal selber. Da gibt es zwei Regionalprogramme. Ja, wir haben zwei. Und zwar im ersten Programm, dort wo die Abendschau sendet, haben wir die Traditionssendung Hier und Heute. Das ist eine kurze Sendung. Ist jetzt kurz, 20 Minuten im ersten Programm. Und wir haben eine zweite Sendung. Im dritten Programm, die Aktuelle Stunde, deren Leiter bin ich, also ich bin nur für einen Teil des Regionalprogramms zuständig. Die ist jeden Tag von 19 bis 20 Uhr und da gibt es noch eine Besonderheit. Die letzte Viertelstunde verfünffachen wir uns, das heißt in 5 Regionen unseres Landes wird in der letzten Viertelstunde Unterschiedliches gesendet. Also eine Dreiviertelstunde die gesamte Region, das ist, sagen Sie es mal, jetzt das Einzugsgebiet des Einzugsgebiet von Aachen oder Bonn, Aachen im Westen, Bonn im Süden des Landes, bis hoch nach Ostwestfalen, bis Bielefeld oder ins Münsterland hoch, das sind so unsere. Das okay. ganze Ruhrgebiet natürlich. Und dann gibt es diese Aufsplitterung in 5 regionale Fenster. Ja. Was heißt das jetzt? Ist das auch Lokalfunk vergleichbar mit Berlin? Auch das ist nicht vergleichbar mit Berlin, weil die Regionen sind so groß, dass man viele Großstädte drin hat. Zum Beispiel die Region des Landesstudios Dortmund. Da ist das ganze Ruhrgebiet drin, das ganze Sauerland und das ganze Siegerland. Das ist also ein Riesengebiet, das lokale könnte da gar nicht funktionieren. Es ist also auch eine Regionalsendung, die nicht das ganze Land, aber doch ein Gebiet überstreicht und über ein Gebiet berichtet, das größer ist als manches Bundesland. Ja, wir haben uns ein solches Fenster mal herausgesucht, eine kleine Region oder Subregion oder wie soll man das sagen, nämlich Münster. Und auch wiederum umgekehrt jetzt hier, ein Reporter der Berliner Abendschau hat sich mal angeguckt, was sich bei Ihnen auf dem Lande tut und ich würde bitten, die Matz mal abzufahren. Von Montag bis Donnerstag schauen 150.000 zu, wenn um 19.45 Uhr die Aktuelle Stunde des WDR 15 Minuten über das Münsterland berichtet. Redaktionskonferenz um 11. Frage, welche Themen aus Münster könnten die Kölner Kollegen für die landesweite Hier und Heute-Sendung interessieren? Und natürlich, was muss heute Abend ins Münsterländer Fenster? Der Abendredakteur trägt vor. Das AW-Ungeheuer, das uns ja schon seit einigen Wochen erschreckt,
wird wieder auftauchen, vielleicht morgen wirklich zu sehen sein. Das wissen wir noch nicht, Wolfgang Gräfer ist aber vor Ort. Dazu später mehr. Acht Feste und viele freie Kollegen bestreiten das Programm mit 4 bis 5 Beiträgen täglich. Hier muss jeder jedes machen. Und das geht wirklich wie bei der Lokalzeitung vom Karnickel-Zuchtverein bis hin zur Ratssitzung. Die Münsteraner WDR-Dependance in der Mondstraße. Insgesamt arbeiten hier 75 Leute, vom Studioleiter bis zum Pförtner. WDR-Landesstudio Münster, guten Morgen. Das Berichtsgebiet ist ländlich. 100 Kilometer müssen die Reporter manchmal schon zum Drehen fahren. Rund 2,4 Millionen leben im Regierungsbezirk, die meisten davon auf dem Dorf. Die Menschen der Region gelten als verschlossen, gottesfürchtig und kinderlieb. Eine Mitarbeiterin wurde heute nach Billerbeek geschickt. Ihr Thema, eine Ausstellung auf einer Burg. Neben Erntefest, Traktormuseum und Ungeheuer heute im Programm. Es soll ein netter Bericht werden. Durch diesen persönlichen Kontakt ist man natürlich geneigt, Leute eventuell nicht so hart anzugehen, als wenn eben eine gewisse Anonymität besteht. Kritische Berichterstattung auf dem Lande ist also nicht ganz so leicht. Die Grenzen scheinen enger gesteckt. Wir müssen auch morgen noch mit unseren Zuschauern zusammenleben können und auch denen in die Augen schauen können. Deshalb ist hier, ich sage mal, Provinzfernsehen machen im besten Sinne eine ganz schwierige Kunst. Ein Kunstgriff der Münsteraner Kollegen, wie schon angekündigt, das Ungeheuer vom Aasee, das wohl dem Sommerloch entschlüpft ist. Themen hätten wir genug, aber wir wollen einfach mal gucken, wie reagieren die Leute, wenn man das so ganz ernst verkauft. Und wir haben das so auf 4 Folgen konzipiert. In der 4. Folge werden wir alles aufklären. Da wird man das auch sehen, wie er das gemacht hat. Und also es hat allen viel Spaß gemacht bisher. Und von der Berliner Abendschau auch, der gemütliche Fernsehalltag im Münsterland. Das war's für heute und für diese Woche. Am nächsten Montag begrüßt Sie aus dem Studio Bertolt Kräling. Bis dahin alles Gute und tschüss. Landesstudio Münster, also das war der Ausschnitt, das war nicht die ganze aktuelle Stunde. Das war also dieses Fenster, was im Münsterland ausgestrahlt wird und das ist auch ganz wichtig für uns. Das ist, ich beneide manchmal die Kollegen aus Münster deswegen, weil sie eine sehr geschlossene Region haben, ein geschlossenes Gebiet mit Tradition, während wir im Rheinland gespalten sind zwischen Köln und Düsseldorf, weil die Region einfach viel zu groß ist mit den vielen Großstädten. Ruhrgebiet, habe ich eben schon gesagt. Ja, ja, aber das gesamte Programm ist ja nun ein Landesprogramm und die ganzen Regionalprogramme werden ja doch von den Landesregierungen auch als ihre Basis betrachtet. So oft Kohl gerne in die Tagesschau möchte, könnte ich mir vorstellen, kriegen Sie auch Anträge aus Düsseldorf von der Landesregierung? Klar. Wo war heute Rau? Wird das so gefordert? Das wird nicht gefordert. Wir haben einen kleinen Vorteil gegenüber Berlin. Die Redaktion ist in Köln, die Landesregierung in Düsseldorf. Das ist ein Ferngespräch, nicht? Das ist ein Ferngespräch. Ellinger hat es eben angesprochen. Das naja, aber daran kann es alleine nicht liegen. Nein, daran liegt nicht alleine. Aber es ist schon ein Unterschied, die Kollegen im Düsseldorfer Studio. Wir haben also das Studio Düsseldorf spielt für uns so eine Rolle wie das Studio der ARD in Bonn für die ARD. Ja, bleiben wir mal bei dem Fall. Nicht? Ja. Wir sind ja alle abhängig auch irgendwo von den Politikern. Denken wir nur an die Höhe der Gebühren. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass da oft Druck ausgeübt wird. Es wird kein Druck ausgeübt, in dem gefordert wird, ihr müsst in der Sendung sein. Aber es wird heftig mit uns gestritten, das schon. Und das ist die Frage der Standfestigkeit jedes Journalisten. Aber das ist im Regionalen genauso wie im Überregionalen. Das ist keine Spezialität von Regionalprogrammen. Da kommt es auf die Standfestigkeit der Journalisten an und auf die Standfestigkeit der Vorgesetzten der Journalisten, ob man diesen Druck standhalten kann oder nicht. Sie sprechen mir so aus dem Herzen. Herr Ellinghaus, Berlin war und ist beherrscht von einem Zeitungskonzern und das hat, wie viele Kritiker meinen, das Berliner Publikum, die Berliner als Leser und Zuschauer verdorben. Ist das für Sie ein Zustand, der hinderlich ist in der Reaktion der Berliner auf Ihre Sendung? Also ich habe festgestellt, dass es hier in Berlin einen ziemlich ausgeprägten Konservatismus gibt, was Institutionen, Formen, Publikationen, alles Mögliche angeht. Das ist sicher auch ein bisschen begründet in der speziellen Berliner Geschichte. Und wenn man irgendwas ändern will, und Sie haben das ja mitverfolgen können am Anfang meiner Amtszeit, als ich hier so frisch vom fröhlich frei antrat und sagte, ach, das machen wir mal alles etwas anders, da ging hier ein großes Geschrei los und eine Zeitung aus diesem Konzern hat sich da in Form von Leserbriefen und so sehr beteiligt. Ja. Und diesen, sagen wir mal, dieses Beharrungsvermögen sehr zum Ausdruck gebracht, das war für mich, ehrlich gesagt, eher hinderlich, ja. Ja, die Berliner auf die Antwort, wie reagieren Sie denn? Positiv, sehr kritisch, haben die überhaupt noch Kritik und Abstand zu solchen Sendungen oder?
Also Sie haben diese Veränderungen und Umstrukturierungen, die wir so in den letzten Jahren gemacht haben, Änderung der Sendung, sehr intensiv und sehr aufmerksam beobachtet. Wir haben unheimlich viele Briefe gekriegt, unheimlich viele Anrufe. Ja. Allerdings hat sich das jetzt so eingemendelt und es ist nicht mehr so viel wie zum Beispiel in dem Fall der Wetterdame, die wir engagiert haben. Ja. Da haben wir in 2-3 Wochen 600 Briefe bekommen. Die müssten wir sofort wieder abschaffen. Die sei so hübsch, die würde vom Wetter ablenken. In Kleinigkeiten sind wir immer groß, ja, in Berlin. Sie kriegen Konkurrenz. Der RIA, ja, wird Fernsehen machen, produzieren, ausstrahlen, Frühstücksfernsehen. Macht Ihnen das Kopfschmerzen? Wie begegnen Sie dem? Also wir denken heftig nach im Hause, wie wir konkurrenzfähig bleiben können. Wir nehmen das ernst. Und insbesondere da, wo wir unser Geld verdienen, also im Vorabendprogramm, müssen wir uns was einfallen lassen haben und Sie müssen das Idee noch attraktiver machen. Haben Sie schon? Nee, es wird heftig nachgedacht. Sie wissen, die ARD denkt über eine Vorverlegung des Vorabendprogrammbeginns nach. Und was Beschlossenes gibt es noch nicht, aber wir denken sehr nach. Die Voraussetzungen sind ja gut. Ellinghaus war ja beim WDR, war bei Hirn heute, ist hierher gekommen. Und Wolfgang Krüger, der neue Chef des RIAS Fernsehen, kommt aus unserer Redaktion. Aktuelle Stunde war unser Chef vom Dienst. Ja, das ist richtig. Ja, da weiß ich gar nicht, ob wir uns darüber freuen können, nicht? Doch, die beiden werden sich schon ganz schön kappeln. Ja, Konkurrenz ist das Geschäft. Ja, gut. Ja, Konkurrenz ist das bei Ihnen. RTL Plus, macht sich das bemerkbar? Bislang überhaupt nicht. Überhaupt die Regionalisierung, so wie wir sie betrieben haben, so wie wir sie eben beschrieben haben, kurz, war ja ein Stück Vorbauen. Wir sind schon da. Wir haben die Hase- und Igel-Weisheit für uns durch die Regionalisierung versucht schon zu machen. Ich glaube, dass wir gut da sind. Die Zuschauer zeigen das auch. Noch ganz und wir schnell, haben keine Angst. Es war ja bislang bei Ihnen die Einschaltquoten relativ niedrig. Kann man sich gut vorstellen für so eine breite Region. Steigen die Quoten, wenn steigen Sie ständig Regionales machen? Steigen ständig unsere Einschaltquoten. Wir sind an einem Platz gestartet mit fast 0% Zuschauern. 19 Uhr, drittes Programm. Guckt keiner hin normalerweise. Wir sind jetzt bei Durchschnitt im Jahres 10%. Das heißt, in vielen Tagen der Woche 15, 16, 17% Zuschauer für drittes Programm. Wir sind stolz drauf. Es geht aufwärts. So, Quizrunde 1. Jetzt zeigt es sich, ob Sie gut zugehört haben. Welche regionale Sendung hat die höchste Einschaltquote? A. Buten und Binnen, R. Hessenschau oder D. Berliner Abendschau? A, R oder D? Drücken Sie. So, und richtig ist D, Abendschau. Haben Sie alle richtig. Ja, wir machen trotzdem weiter. Welches ist die älteste Regionalmagazinsendung? A, Hier und Heute oder R, die aktuelle Schaubude oder D, Bayernstudio? A, R oder D? Ja, drücken Sie. Hier und Heute ist es. A ist richtig getippt, da haben wir also einen ersten Punkt. Das heißt also einen Punkt Vorsprung für die Position Grün. So, und jetzt, wie viele regionale Magazinsendungen gibt es überhaupt? Schätzen Sie mal in der ARD, wie viele regionale Programme gibt es wohl? Sind es A, 9, R, 12 oder D, 18? A, R oder D? Tippen Sie einfach, wenn Sie es wissen. Ich hätte es auch nicht gewusst. Das ist eine Frage, da muss man tippen. D ist richtig. Ja, Sie haben also richtig getippt. Ich kann Sie mal schnell vorlesen. Bayernstudio, Hessen heute, Hessenschau, aktuelle Schaubühne, Hamburger Journal, Schleswig-Holstein-Magazin, Buten und Binnen, Landesschau, Abendschau, Berliner Abendschau, aktueller Bericht, Telebistro Abendschau, Ebbe, ja, Treffpunkt, aktuelle Stunde, Hier und Heute. Sie sagten, Sie kommen aus der DDR. Können Sie da auch die Regionalprogramme empfangen? Berlin, ja. Berlin empfangen Sie. Und in Münster schauen Sie das regionale Münsteraner Fenster? Ja, Münsterlandstudio, das Fenster. Ja? Speziell Münster. In der aktuellen Stunde? Von 7:45 bis 8:00. Viertel vor 8:00. Sie kennen sich bestens aus. Und Herr Zahn aus Berlin? Ja, meistens die Abendschau. Ja, wir haben ja hier auch regional keine Konkurrenz. Wer, meine Damen und Herren, am Sport interessiert ist, an den sich dramatisch anbahnenden Kämpfen in Rom, Sie wissen, Leichtathletik-Weltmeisterschaft, der braucht auf neueste Informationen nicht zu verzichten. Bleiben Sie dran. Wir liefern Ihnen diese Information live aus der Halle 20, kommentiert. Und dazu noch ein Gast, den wilden, tollen Breitner. Ist er da inzwischen? Ja, Lea Roos, herzlich willkommen. Er ist da. Toll ist er, ob er wild ist, kann er gleich selbst beantworten, Paul. Mal sehen. Ja, wenn die Dame meine Haare meint, bin ich sicherlich wild.
Eben. Und den Bart auch wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie der Geschmack ist von Lea Roos, aber ich glaube, er kann sich schon sehen lassen, der Paul Breitner. Also wenn Sie sich meine Frisur angucken, finde ich, Herr Breitner und ich, was das angeht, ziemliche Ähnlichkeiten, aber nur das. Wir stehen hier vom Eishockey-Tor, also er ist nicht umgestiegen, anders mit je gegangen. Das war ein Gespräch vorhin, dass wir mit einem Bundestrainer hatten, mit Xaver Unsinn. Aber Sie haben, Lea Roos, ja die Leichtathletik-Weltmeisterschaften angesprochen. Man könnte, wenn man boshaft ist, ja sagen, die deutschen Teilnehmer haben schwach angefangen und dann stark nachgelassen. Aber die Zehnkämpfer, auf die ruht natürlich die ganze Hoffnung nach der Leistung von Harald Schmidt mit der Bronzemedaille. Was ist da noch? Und wir werden jetzt sofort nach Rom schalten und uns anhören, wie es im Zehnkampf aussieht. Sie gewinnt, wie gesagt, 235 Punkte Rückstand. In Stuttgart hat er sowas wettmachen können, vor einem Jahr. Aber bei Thorsten Voss läuft es optimal, das muss man sagen. Michael Neugebauer noch dabei. Mit einem braven Zehnkampf, er liegt nach dem ersten Tag an etwa 15. Stelle. So, jetzt. Wer ist der schnellste über die Hürden? Kann Sigi sowohl Deli Thompson als auch Voss etwas abnehmen? Voss ist stärker rausgekommen am Start. Wenz vor Thompson, aber Voss ist stark. Michael Neugebauer hält sich auch recht ordentlich. Voss und Wenz. Thompson weit zurück. Erst am Ende Wenz vorne. Wenz vor Voss, dann Neugebauer. Daly Thompson ganz schwach über die Hürden. Das ist ein Indiz, was vielleicht passieren kann. Ja, Sigi Wenz knapp vor Voss. Ein Zehntel. Vielleicht warten wir auf die offiziellen Zeiten. Da haben wir noch einmal Sigi Wenz. Und neben ihm Daly Thompson. Der ein schwaches Hürdenrennen läuft. Aber nach einer leichten Verletzung im Sommer ist das natürlich sehr schwierig, die Hürden zu bestreiten. Da kann die Verletzung natürlich doch behindern, wieder aufbrechen oder zumindest psychisch belasten. Ja, Wenz ist ein gutes Rennen gelaufen, 14.06, da kann man nichts sagen. Aber Voss, der ist wirklich stark gewesen über die Hürden. Ja, die Sache bleibt spannend. Ein paar Pünktchen hat sie gewendet, jetzt im Diskus, vor dem Diskuswerfen aufholen können. Aber so viel, wie man gehofft hat, war es eigentlich nicht. Und da haben wir es jetzt inzwischen errechnet. Die Rückstände. Voss führt mit 5.514 Punkten. Und die Rückstände sagen jetzt mehr aus als die nackten Punktzahlen. Zweiter der Franzose, Plassia, immer noch. Sie gewendet hat 9 Punkte gut gemacht. Dritter ist er jetzt. 226 Rückstand. Ja, bei Thorsten Voss läuft, er hat nichts zu verlieren, er kann nur gewinnen und er ist eben im Gefühl des, na, in einem guten Gefühl, im Gefühl, dass er auch gewinnen kann und das macht ungeahnte Kräfte manchmal frei. Ich bin jetzt gespannt, was er wirft. Ich schätze schon, dass er 45 werfen kann. Oh, das ist für ihn gut. Das ist gültig und das sind etwa 44, knapp 44 Meter. Damit hätte er schon mehr geworfen als in Stuttgart bei der Europameisterschaft. Das ist übrigens die Zeit, sollte ich noch nachsagen. 14,13 über die Hürden ist Zweiter gelaufen. Thompson hatte nur 14,87. Michael Neugebauer im Übrigen, da muss ich nochmal nachschauen, 14,43. So, die Weite jetzt für Thorsten Voss. Jetzt kommt Christian Plassia, der immer noch Zweitplatzierte nach 6 Disziplinen. Also Moti ist der beste Diskuswerfer der Franzosen, aber 45 Meter und er freut sich. Ha, der legt auch einen Zehnkampf hin. Also der muss auch erst einmal bezwungen sein, der Christian Plassia. Und wenn ich vorhin mutmaßte, dass er im Diskuswerfen und im Speerwerfen nicht ganz so stark ist, dann hat er das zumindest mit diesem Wurf, der wohl eine Bestleistung sein kann, widerlegt. 44,92 Meter. Alle Achtung. Jetzt gucken wir uns aber erst einmal Daly Thompson an. Der Fuchs im Diskuswerfen. So oft hing er da hinten und dann hat er noch mal einen hingelegt. Aber zunächst einmal macht er weiter im Zehnkampf. Nichts von wegen aussteigen. Mal sehen, ob er heute nach diesem Motto verfährt und durchsteht. Jetzt müsste er besser werden. Hat irgendwas zu verlieren. Jawohl. Das ist richtig. Und tut er auch. Ja, bitte. 45, ja. Über 45 Meter, die kleine Kolonie britischer Zuschauer freut sich, schwenkt ihre Fahnen, Thompson über 45 Meter.
Also meine Damen und Herren zu Hause, jetzt drücken Sie mal die Daumen. Wir tun's auch. Ja, das waren 47. Also, das ist doch die Weite, die er braucht. 47,5 dürften es sein. Wir sind ja schon froh, dass es so weit gegangen ist. Also das mit den 49 von mir war ein bisschen dahingesagt, aber das ist doch was. Da hat er jetzt den Thorsten Voss dann eben doch 4 Meter rund, na, 3 Meter, 3,5 Meter abnehmen können. 47,36. 47,36 für Sigi Wendt. Jetzt rechnen wir hier, um Ihnen dann auch ganz korrekt zu sagen. Tja, meine Damen und Herren, 7 Disziplinen im Zehnkampf sind vorüber. Und das ist die Situation. Thorsten Voss aus der DDR führt 6.259 Punkte. Ja, kommentiert wurde das Ganze von Dieter Adler und assistiert wurde eben von Guido Kratschmer. Und hier in Halle 20 und auch Halle 6 sicher bei der IFA kam Schmunzeln auf über den jubelnden Herrn auf der Treppe im römischen Olympiastadion. Paul Breisner, die Leichtathleten, also das sieht ja ganz gut aus im Zehnkampf. Und wenn man über sie spricht und über die Vergangenheit spricht, dann kommt natürlich ein Spiel, an das denkt man sofort natürlich, an die Weltmeisterschaft 1974 in München. Die Erinnerungen sind da, das Spiel gegen Holland und das war auch der größte Erfolg natürlich, auch für Sie persönlich. Das war sicher der größte Erfolg, wobei, ich würde mal so sagen, es hat mir zum Beispiel die Europameisterschaft irgendwo mehr Spaß gemacht, weil wir damals noch besser Fußball gespielt haben, weil einfach damals die Mannschaft, das war die perfekte Mannschaft und 74 waren schon kleine Schwächen da, aber natürlich vom Erfolg her und wenn ich jetzt zurückdenke, was hast du in den 13 Jahren geschafft oder geschaffen, dann kommt man natürlich immer wieder auf dieses Endspiel und auf den Elfmeter, klar. Und den Elfmeter, den wollen wir uns jetzt mal ansehen, im Münchner Olympiastadion, 2:1 Sieg gegen Holland. Hölzenbein. Reitner ist mitgegangen. Elfmeter. Die Szene noch einmal. Hölzenbein. Eisbergen. Schauen Sie hin, meine Damen und Herren, Breitner die Nerven hat, diese Aufgabe zu übernehmen. Beim Stande von 0:1 in der 24. Minute müssen wir das auch können. Tor! Paul Breitner. Ich habe noch eine Frage an Herrn Breitner. Kommentiert wurde das von Rudi Michel übrigens, von einem Kollegen vom Südwestfunk. Ich höre eine Stimme. Ja, ich wollte sagen, mir fällt bei Paul Breitner noch was ganz anderes ein, nämlich sein Ausspruch, er hat sich immer das geleistet oder würde sich immer das leisten, was er gerade will. Ich würde gerne von ihm wissen, was er sich jetzt gerade leistet. Ist das noch die Fortsetzung des Studiums Pädagogik? Was war es alles noch? Archäologie? Philosophie? Anspruchsvoll. Also im Moment leiste ich mir nur hier in Berlin zu sein, weil ich nach ein paar Wochen Urlaub eigentlich keine freie Minute hätte, aber ich leiste mir das, weil ich hier gerne bin und man soll eben auch mal ein bisschen Luxus sich gönnen. Nee, sagen Sie mir noch, ob Sie noch studieren oder wieder studieren? Ja, ich studiere immer noch oder wieder, genau, egal wie Sie es nehmen wollen. Ich bin mittlerweile im 7. Semester und mache Philosophie, Pädagogik und ein bisschen Psychologie. Und hoffe, irgendwann mal so die nächsten 3, 4, 5 Jahre irgendwie abzuschließen und dann mache ich wieder was anderes. Was denn? Was machen Sie mit dem Studium? Nichts. Ah ja, nur so, nichts. Just for fun. Richtig, just Schön. For fun und, na, so kann man es auch nicht sagen. Für die Bildung. Schauen Sie, für mich. Nur für mich, weil ich meine, wenn man sich den ganzen Tag
nur verkauft oder wenn man immer über Fußball redet oder über Geschäfte redet, dann fehlt mir ab und zu ein bisschen was und das hole ich mir in der Uni, nämlich ab und zu eben wichtige Themen, seriöse Themen oder Themen, die mir für mein Leben etwas bringen, die kann ich natürlich in meinem Beruf, egal in welchem Bereich ich mich nun befinde, nicht finden. Und ich bin immer auf der Suche und eben deswegen gehe ich auch an die Uni. Paul Breitner. Wobei ich natürlich nicht weiß, um jetzt nochmal auf Ihre Frage zu kommen, wobei ich natürlich nicht weiß, ob das ein Luxus ist, wenn man versucht, sich selbst zu finden oder wenn man versucht, einen Sinn im Leben und alles zu suchen und einfach dem näher zu kommen, warum man hier ist. Ich weiß nicht, ob das ein Luxus ist, sondern für mich ist es eine Notwendigkeit und ich glaube für jeden. Na, man muss es sich auch leisten können, aber wie schön, dass Sie es sich leisten können. Ja, na, okay, ich leiste mir es, indem ich an 2 oder 3 Tagen in der Woche bis um 9 Uhr an der Uni hänge. Das heißt, ich leiste mir es, wenn ich um 4 Uhr oder um 5 Uhr aus der Uni aus dem Büro rausgehe und auch 8 oder 10 Stunden gearbeitet habe. Und dann leiste ich mir die Uni, dass ich noch 4 oder 5 Stunden dafür arbeite. Das ist das, was Sie sagen, ich leiste mir es. Lothar Hinze, noch eine Frage an den Sportmoderator, an den Sportreporter. Spielen Sie eigentlich Fußball oder irgendeine Sportart? Also in der Reihenfolge des Auftretens am liebsten Fußball, Tennis, Skilaufen, Surfen und Traben. Das sind so meine, die ich mache. Alles jetzt schon ein bisschen mit Wehwehchen verbunden. Das Nasenbein war vor dem Jahr durch und die Rippe war auch angeknackt. Aber man kann ja nicht von lassen. Weder vom Tennis noch vom Fußball. Und das Surfen ist natürlich auch eine schöne Angelegenheit. Aber danke, das gerade im Urlaub. Danke aus der Halle 20. Wir in Halle 6 machen weiter mit Quizrunde 2. Herr Ute hat vorhin so geklatscht. Ich weiß nicht, ob aus Sympathie für Ihren Landsmann aus der DDR, aber Herr Zahn hat auch geklatscht. Ich gehe mal davon aus, dass Sie ein bisschen sportlich interessiert und informiert sind. Sie wissen natürlich dann, dass in Flushing Meadows jetzt gerade Tennis ist, seit 5 Tagen. So verstehen Sie auch unsere erste Frage bitte. Steffi Graf fliegt zu den Meisterschaften in Flushing Meadows. Wohin bucht sie, wohin fliegt sie? A, nach San Francisco, R, nach New York oder D, nach Los Angeles? Allefalls. Nach New York wäre die richtige Antwort gewesen. Zweite Frage. Woher kommt der Name Weißer Sport für den Tennis? A. Von Wingfield Weiss, der 1874 die heute noch gültigen Regeln aufgestellt hat. Oder R. Vom weißen Tennisball, obwohl wir jetzt schon auch viel gelbe haben. Oder D. Von der weißen Kleidung. D. Alle. Richtig. Wunderbar. Also, dann können wir ja nur einen Gleichstand haben. Drittens, welches war das längste Spiel in der Geschichte des Davis Cup, das im deutschen Fernsehen übertragen wurde? A. 1975, Björn Borg gegen Jan Kode. R. 1987, John McEnroe gegen Boris Becker. Oder D. 1970, Arthur Ashe gegen Wilhelm Bungert. A, R oder D. Alle gucken Sport und Tennis. Prima, alle drei richtig geraten. Falsch. Danke. Wie viel Geld, meine Damen und Herren, frage ich Sie jetzt hier im Studio, würden Sie für eine HiFi-Anlage ausgeben? Gibt es da Vorstellungen? Wer meldet sich? Wer sagt das? Wie viel? Moment, da kommt ein Mikrofon. Ja, ich würde so 1.000 Mark ausgeben. Für eine gute HiFi-Anlage? Ja, mehr ist nicht drin. Bei Ihnen gehe ich dann auch kaufen, wenn Sie einen Laden haben. Sagen Sie mal. Ja, also für eine gute mindestens 4.000 D-Mark. So, und dann haben wir hier noch eine Antwort. Ja, ich würde für eine gute ausgeben, ca. 10.000 bis 12.000 D-Mark. So, also Winfried, nun sag mal, wie viel es kostet. Naja, ich meine, das sind Preise, die durchaus realistisch sind. Neben mir steht aber Herr Burmeister. Und er hat hier eine Anlage aufgebaut, die zum Teil von ihm selber entworfen und gebaut worden ist. Sagen Sie uns mal, das, was hier auf dem Tisch steht, was kostet das denn im Laden? Circa 50.000 bis 60.000 Mark. Sie hören das Raunen. Können Sie ein bisschen erklären, warum ist das so teuer? Doch nicht nur, weil es so schick aussieht. Nein, man rechnet diese Geräte zu den High-End-Geräten. Das heißt, das ist die oberste Spitze des Angebots, wo oft ohne Rücksicht auf irgendwelche Kosten probiert wird, das derzeit Machbare auch zu machen.
Das heißt, es ist das absolut Beste vom Besten. Ich habe gehört, es ist auch hier auf der Funkausstellung, da gibt es ja eine Sonderausstellung für die High-End-Geräte, das erste Mal überhaupt auf der Funkausstellung. Da wurde eine beste Anlage aufgebaut und zwei Dinge da waren auch von Ihnen dabei, nämlich was? Der Vorverstärker und die Endstufen. Warum, und wie, sagen Sie mal, wie teuer sind die eigentlich und was ist das Besondere daran? Tja, das Besondere sind oft nur viele Kleinigkeiten, aber die Summe dieser vielen Kleinigkeiten bewirkt eine sehr hohe musikalische Güte. Und wir probieren natürlich auch, die Wertigkeit der Übertragungsqualität nach außen zu transportieren, also dass man praktisch bis zur letzten Schraube erkennt, dass ein Gerät fertig konstruiert ist. Man hat solche Geräte ja auch 10, 15 Jahre zu Hause und möchte sich auch am Anblick erfreuen. Also deshalb wird auch für das Finish der Geräte ein bestimmter Aufwand getrieben. So, und dann noch ein Wort zu den Lautsprechern. Die sehen ja sehr ungewöhnlich aus und Lautsprecher ist ja überhaupt das Gebiet, wo die meisten Entwicklungspotenziale noch drin liegen. Was ist hier das Besondere? Ja, das dürfte weltweit der erste Kugelstrahler sein. Das heißt, es ist ein Vollbereichskugelstrahler, der funktioniert ähnlich wie eine atmende Kugel. Er wird angetrieben von unten und es ist in der, also in dem... Machen Sie es vielleicht nicht zu technisch, es genügt glaube ich schon, wird kugelförmig ausgestrahlt und es ist ein einziger Lautsprecher für den gesamten Schall von unten bis in die brillanten Höhen. Wie kriegen Sie denn eigentlich die Power vom Gerät, vom Endverstärker zum Lautsprecher? Sie haben hier so ein dickes Kabel liegen. Ja, in der Regel geschieht das durch Lautsprecherkabel, die auch sehr hohe Ströme transportieren müssen, eben von der Endstufe zu den Lautsprechern. Die sind in den letzten Jahren immer dicker geworden. Warum denn? Richtig. Man möchte die Verluste so gering wie möglich halten. Und das dient dazu, dass die Räumlichkeit oder auch die Impulsleistung der Übertragungsstrecke erhalten bleibt. Jetzt haben wir hier drüben noch etwas Besonderes. Da ist auch ein Lautsprecherkabel dabei. Da wird auch Musik übertragen, und zwar durch ein Glasfaserkabel. Warum kann denn das so dünn sein? Ja, wir haben auch eine besondere Box vor uns. Das ist eine Aktivbox, das heißt, zur Aktivbox fließen in der Regel keine hohen Ströme, sondern nur Steuerimpulse. Die Besonderheit dabei ist, dass bei diesem Übertragungssystem über den Lichtleiter die elektrischen Impulse in optische Signale umgewandelt wurden. Und durch dieses Kabel werden praktisch die Lichtimpulse zur Box geleitet. Dadurch kann das Kabel dünner werden, weil für das Licht mit den geringeren Verlusten auf der Leitung benötigt man nur einen geringeren Querschnitt. Gut, das ist alles sehr technisch. Da bringen Sie vielleicht dem Laien Fragen auf. Mal gucken, ob das eine Laien- oder eine Fachfrage ist. Stellen Sie sich mal bitte. Ich möchte mal gern wissen, der Frequenzgang von den beiden Lautsprechern, wie hoch der geht. Frequenzgang der beiden Lautsprecher, Herr Burmeister, wissen Sie das? Ja, ich vermute bis ca. 40.000 Hertz. Das kann ja kein Mensch mehr hören. Solche Ohren gibt es ja noch gar nicht. Nein, das bedeutet aber, dass im hörbaren Bereich garantiert nichts verfälscht wird. Aha, gibt es auch so einen Wettkampf, wer kommt noch höher in den unhörbaren Bereich hinein? Vielleicht ein Wettkampf, aber bei den seriösen High-End-Herstellern geht es da gar nicht so um die Effekte. Das geht nur darum, die Musik so naturgetreu wie möglich zu übertragen, möglichst ohne Effektheischerei. Noch eine Frage? Ja, ich würde ganz gerne wissen, braucht man denn da jetzt auch bessere Schallplatten oder kann man die anderen dann auch verwenden? Man kann ganz normale Schallplatten verwenden, auch ich kann nur die Schallplatten kaufen, die Sie im Laden bekommen und die Kunden dieser Anlagen auch. Es wird dazu verhelfen, dass wir zu noch besseren Schallplatten kommen, dadurch, dass es solche Anlagen gibt. Es zieht sich gegeneinander hoch. Ja, Moment mal, wir haben aber doch schon die CD. Das ist doch, gilt immer als das absolute Maß aller Dinge, beste, brillante Schallquelle. Ja, da ist man geteilter Meinung. Also die CD hat sicherlich mitgeholfen, also die musikalische Güte auf eine höhere Ebene zu heben. Absolut gesehen sind aber sehr viele Leute der Meinung, dass die analoge Schallplatte noch überlegen ist, wenn man den Aufwand nicht gegeneinander verrechnet. Das finde ich interessant und das war ein schönes Schlusswort. Danke. Thank you.
aus der Lindenstraße, Sie haben es sicher eben erkannt, die beiden Gäste, Annemarie Wendel und Reinhard Gensel. Guten Tag. Frau Wendel, die Lindenstraße läuft ja jetzt schon, glaube ich, 2 Jahre. 2 Jahre, ja, Sie genau. Sind Sie eigentlich in jeder Folge dabei gewesen? In einer Folge war ich nicht dabei, da bin ich rausgeschnitten worden. Da musste ich irgendwas ganz Furchtbares sagen und das wurde dann rausgeschnitten. War Ihnen das angenehm oder unangenehm? Ja, das war mir sehr angenehm, denn da hätten die Leute noch mehr über mich geschimpft. Aha. Wollen Sie jetzt sagen, was Sie hätten sagen sollen? Nein, das kann ich nicht sagen. Das habe ich vergessen, leider. Sie machen diplomatische Antworten. Jede Woche eine Sendung, seit 2 Jahren. Wie, wann wird die Lindenstraße produziert? Sie wird jeden Tag produziert, von Montag bis Freitag. Immer in 4 Tagen eine Folge, von morgens 10 bis abends, was weiß ich, manchmal bis 9, manchmal bis 7 und so. Und sehr schnell. Also es ist wirklich eine ganz schwierige, große Aufgabe für uns Schauspieler. Und ich muss immer wieder sagen, Herr Nowotny, bei der Eröffnung von der Lindenstraße hat er damals gesagt, die größte Herausforderung ist die Lindenstraße für die Schauspieler. Das muss nämlich festgestellt werden, weil manchmal wird so irgendwas geredet, so, na, das ist nichts und so. Nein, nein. Es ist, sind ziemlich viele Schauspieler. Ich habe es nicht immer verfolgt. Ich habe ein paar Folgen mir jetzt angeschaut und ich muss sagen, es ist für mich schwierig gewesen, reinzukommen, weil sehr viele Geschichten miteinander verwoben sind. Blicken Sie denn noch durch? Ja, natürlich blicken wir durch. Wir wissen ja genau, was ist. Wir lesen es ja vorher. Das ist ja selbstverständlich, dass wir durchblicken. Aber es sind halt 35 Schauspieler, ne? Wie viel? 35. Raimund Gensel hat eben so gelacht. War das ja Protest? Nein, nein, nein. Aber wir produzieren ja so 12 Wochen, 10, 12 Wochen im Voraus. Nee, da als Frau Wendel eben sagte, Sie haben noch einen Durchblick und einen Überblick. Da haben Sie so gelacht. Ja, ja, manchmal habe ich ihn nicht mehr, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe ihn nicht oder du hast ihn? Ich habe ihn. Er hat ach so, nicht für Sie gesprochen. Das macht nichts. Wenn man produziert, dann denkt man im Voraus schon. Ne? Sie arbeiten ja also ein bisschen im Voraus. Man muss sich auch vorbereiten. Herr Gensel, ich würde gerne von Ihnen wissen, der oft erhobene Vorwurf, das sei eine misslaunige Serie, würde sozusagen Missstimmung und Misslaune verbreiten. Weisen Sie das weit von sich oder haben Sie das auch manchmal so empfunden? Ach, ich sehe das kritisch natürlich. Also ein bisschen Humor, mehr Humor wünsche ich mir auch. Sie auch? Ja, aber aha, das ist eine deutsche Serie, das darf man nicht vergessen. Was sagen Sie denn hier im Studio? Mehr Humor nötig? Ja, dann sagen Sie mal dazu. Sie geben mir damit, Herr Gensel, ein Stichwort. Kennen Sie, ich meine, das ist die Vorbildserie, die englische Coronation Street. Haben ja Sie sie mal gesehen? Ich habe sie mal gesehen, ja. Ich finde, dass die das ja ähnlich behandeln. Die ganze Thematik mhm spielt ja auch also in einem ähnlichen Milieu und auch alles in einer Straße. Aber da ist eben, wie ich finde, doch wirklich mehr Humor drin. Sehen ja, man muss es halt natürlich sehen. Diese Serie ist eine deutsche Serie mit der deutschen Mentalität. Also ich glaube nicht, und dass hier so missgelaunt sind alle, oder? Nö, eigentlich nicht. Und der Schlüssellocheffekt lässt natürlich nicht immer so die Möglichkeiten zu, die man vielleicht einbauen könnte. Mehr Kritik, mehr über sich selbst lachen. Das ist natürlich schwierig, weil diese Serie soll natürlich realistisch sein. Sie soll glaubwürdig sein, die Geschichten sollen glaubwürdig sein. Ja. Und das ist natürlich schwierig. Man müsste sie dann wahrscheinlich ganz anders konzipieren. Können Sie denn als Darsteller an dem Drehbuch ein bisschen mit rummachen? Ja, ja. Machen Sie auch, machen ja? Wir. Ja, dann ja bringen Sie doch mal ein bisschen Humor rein. Ja, ja, wir versuchen es ja auch. Ich kann natürlich, meine Geschichte ist jetzt sehr ernst gewesen, aber meine Figur ist wiederum auch sehr breit gefächert, sodass ich schon glaube, irgendwann mal auch die Zuschauer zum Lachen zu bringen. Frau Wendel, wie würden Sie es sehen? Kommt mehr Humor rein? Ich hoffe und ich wünsche es. Also das ist überhaupt mein größtes Anliegen. Erstens mehr bayerisch, da ich ja Bayerin bin und die einzige Bayerin da drin. Und dann mehr Humor, aber es ist ja schon ein bisschen mehr. Und ich habe schon in nächster Zeit schon Szenen, die lustig sind. Mhm. Und wenn welche sind, also ich bemühe mich, dass es wirklich so, ja, komisch, manchmal ein bisschen überzogen ist und dann wird es ja schon komisch. Passt denn das eigentlich zu der Rolle, die Sie da spielen? Das ja, natürlich. Ja, charakterisieren Sie mal die Rolle, wie würden Sie das selber sehen? Das ist wie doch ich die sehe? Ja. Na, das ist eine neugierige, böse, na ganz böse ist ja auch nicht, ein bisschen widerliche Person, die sich in alles hineinmischt,
die frustriert ist, wie man heutzutage sagt. Früher hat man gesagt, sie ist verärgert, weil sie unbefriedigt, unzufrieden ist. Denn sie hat ja den falschen Mann gekriegt. Und sie hat einen Putzteufel, was ja solche Frauen überhaupt haben. Frauen mit Putzteufel sind meistens unzufrieden, ja, unbefriedigte so Frauen. Ne? Und? Die reden auch so viel. Und so lange. Herr Gensel, nochmal ein Rückblick auf Coronation Street, ein Rüberblick. Da ist Folgendes passiert. Einer der Hauptdarsteller ist während der Dreharbeiten gestorben. Das Drehbuch musste umgeschrieben werden. Das heißt, das Drehbuch hat sich der Wirklichkeit angepasst. Mhm. Also dieses uns nicht gewünscht oder Ihnen nicht gewünscht, Ihrer ja, ganzen Truppe. Nee, sagt ja. Aber also, könnten Sie sich vorstellen, dass wenn einer krank wird, das alles umgeschrieben wird, weil man muss die Figur nachhalten? Ja. Genauso bei Ihnen. So, ja. Das ist auch hier ja. So. Ja, ja. Von Ihnen habe ich folgende Geschichte gelesen. Sie haben einen Campingwagen, fahren seit 3 Jahren zu einem ganz bestimmten Campingplatz, ja. Haben Autogrammstunde in der Dorfkneipe, ist ja was sehr Schönes. Ja. Klar, da sieht man ja, wie beliebt man ist. Man trinkt ein Bier dabei und so, aber das Interessante fand ich, dass Sie...